seid. Wir haben Commander Cody in einer der Rettungskapseln geborgen. Einen Moment. General Windu, General Fisto. Auf der Station herrscht leichtes Chaos. Wo ist General Bro und General Kenobi? Unbekannt, Sir. Beide befanden sich auf der Station, aber wir wurden während des Kampfes getrennt. General Kenobi gab uns den Befehl zur Evakuierung, als die Explosion begann. Keine Sorge, Commander. Wir finden sie. Ja, und damit herzlich willkommen. Neues von General Kenobi, Sir? Noch nicht, fürchte ich. Wir können mit der Suche nicht beginnen, bevor wir nicht weitere Primärfunktionen der Station wiederherstellen. Beginnen wir mit dem Zentralcomputer. Auf dieser Ebene gibt es eine Sicherheitsstation. Dort können wir Zugang erhalten. Gut. Ihr habt den General gehört. Überprüft eure Sichtlinien und versucht mitzuhalten. Folgt mir. So. Wir müssen diesen Hangar sichern. Erledigt sie, bevor sie auf euch springt. Und damit herzlich willkommen zu Star Wars The Clone Wars. So, dann können wir eigentlich... Das ist so lange nicht mehr gespielt, ich... Alter! Wir sind... Hä, wo sind wir hier? Okay. Der da hinten ist auch erlegt. Wir müssen wahrscheinlich noch den da killen. So, jetzt. Noch ein paar Punkte, die nehmen wir logischerweise alle mit. So. Alter, wie viele Punkte wir einfach mal übersehen hätten jetzt. War brutal. So. Was ist das? Eindringling im Umfeld. Ja, okay. Achso, jetzt müssen wir zuerst den hier erlegen, oder was? Na, bravo. Glückwunsch. So. Ach, das ist der hier, wo die Geräusche macht. So. Also, ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe nichts gegen Jedis. Habe ich echt nicht. Aber ich habe was gegen Mace Windu, weil er in Episode 2 Jango Fett getötet hat. Und Jango Fett war einer meiner Lieblings-Schauspieler oder einer meiner Lieblingsfiguren in Star Wars. Genauso wie Boba Fett und Darth Vader. Und alles Lieblingsfiguren, Lieblingscharakter. Und ja, deswegen habe ich was gegen Mace Windu. Boah, Alter, lauf halt! Boah, bist du zu dumm zum Hüpfen oder was? Boah, meine Fresse. So. Es war klar. Wir machen kurzen Prozess mit diesen Droiden. So. So, huch. Und wieder waren die Jedi erfolgreich. Siegreich und nicht erfolgreich. Ach so, da oben. So, dann gehen wir gerade mal ganz kurz weiter. Boah, willst du mich verarschen? Boah, Alter, ich mach gerade mal ganz kurz den Sound hier ein bisschen leiser. Einfach nur, damit du mich vielleicht ein bisschen besser verstehst. Ich weiß es gar nicht. So. So. Boah, du Drecksau. War der gerade zu dicker? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. So. Sind das... Das sind Kanonen! Ach, das sieht ja jetzt aus, dass es Kanonen sind. Die Kanone, die schießt ins Nichts. Oh, jetzt hat sie aufgehört. Okay, ja. Jetzt schießt sie wieder. Dann sie schießt ins Nichts. Ach Gott, ich weiß jetzt, wo wir wahrscheinlich... Oh Gott. Halt. Ich würde ganz gern... So. Na, bravo. Nein, nein! Willst du mich verarschen? Boah, Ich hab diesen Level so gehasst. Willst du mich verarschen?
Ich habe diesen Level so gehasst, jetzt weißt du wahrscheinlich auch warum. So und so. Boah, Alter, müssten wir abspringen? Ja klar müssen wir abspringen, aber ich meine halt... Das darf doch nicht wahr sein. Boah, komm schon, fick dich doch, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ja! Boah, dass ich das auch mal erleben darf, das ist ja... Ehrlich gesagt, okay, das ist relativ leicht. Nein, nein, nein! Oh, okay, ich dachte... Oh nein, bitte nicht. Was müssen wir jetzt hier machen? Okay, das geht ja noch. Also hochspringen ist wesentlich leichter wie runterspringen. Ich denke, das ist alles Übungssache. Ich glaube, wir brauchen mehr. Nein, braucht ihr nicht. Oh! Oh, 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 stimmt. Ich glaube, dass die erst, dass wir die gleich noch kaufen werden. Ja, ich habe es gewusst. Ja, das sind wieder die, die ohne Kopf kämpfen können. Sind ja sehr beliebt bei mir. Ja, bravo. Mit denen werden die übrigens noch reichlich Bekanntschaft machen. Nein, bevor er sich aufstellt. Alter, warum packst du den Droiden nicht? Alter, es gibt sie auf keinem Schiff. Nur noch dieser Drecks-Droidiker hier. Wollt ihr sie haben oder soll ich? Erledigen wir sie einfach und gehen. Noch diese Dinge hier, das ist ja alles sehr schön. Noch hier den hier. Boah, Alter, toll. Ist ja echt was. Ich habe gedacht, ich habe gerade gedacht, die hätten wir erlegt, oder haben wir doch nicht. Einer schon mal weniger. Also muss doch irgendwann. Und du stehst nur da rum und machst nichts, so dummer Tentakelkopf, echt. Boah, Alter, bist du dumm oder so? Ja, endlich! Willst du mich verarschen? Ich mach die hier. Oh, der stimmt, wir dürfen da gar nicht drauf. Weil wir sonst Schaden. Boah, Alter. Als Klon wäre es hier relativ lustig. Wobei ich denke, dass man das Klon ja nicht wirklich lange gelebt hätte. Wir dürfen jetzt nur nicht beide sterben. Denn sonst sieht es scheiße aus. So, so. Boah, das war aber auch mal Zeit. Nein. Ja, endlich. So. Warum sind wir jetzt schon wieder? Willst du mich verarschen? Leckt mich am Arsch. So. Jetzt aber. Halt. Ja. Hä? Können wir den Hauptreaktor von hier aus erneut mit Energie versorgen? Die Explosionen haben die äußeren Energieleitungen beschädigt und die Hauptkupplungen arbeiten nicht mehr synchron. Wir müssen diese Brüche reparieren, bevor wir einen manuellen Neustart versuchen können. General Fisto und ich gehen zum Reaktorkern. Commander Pons, ihr kümmert euch um die Reparatur. Sind dabei, General.